Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Ridgeback Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, bei welcher Nummer wir sind heute. Ich kann es dir leider auch nicht sagen. Ich bin auch hier. Hi. Ja, und schon wieder werde ich unterbrochen, aber sei es drum. Ja, mittlerweile hat sich das so eingebürgert. Mir hat die Jenny besser gefallen, die am Anfang noch keine Ahnung ja, hatte, wie das Podcasting überhaupt funktioniert. Aber gut, okay. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Episode von Alles über einen Kamm, euren liebsten Rhodesian Ridgeback Podcast. Und als allererstes möchte ich mich persönlich nochmal bei euch bedanken für die ganz, ganz vielen lieben gute Besserungswünsche, denn letzte Woche hat es mich wirklich hart getroffen, würde ich sagen. Es war eine akute Männergrippe. Mhm. Ich will jetzt hier kein Lachen hören. Nee. Mir ging es tatsächlich echt miserabel und wir haben alles versucht, aber ich konnte das einfach schon am Mittwoch absehen. Ich hatte kaum Stimme. Und ohne Stimme ist Podcast schlecht. Ja, und es wäre auch alles einfach zu anstrengend gewesen. Das Bild, was ihr gesehen habt, so ging es mir dementsprechend auch. Der Hund musste herhalten. Ich war der große Löffel, er der kleine. Und wir haben es einigermaßen gut überwunden. Ich glaube, man hört immer noch so ein bisschen meine angeraute Stimme, aber es ist auf jeden Fall wesentlich besser und wir freuen uns, wieder am Start zu sein. Vielen lieben Dank, dass ihr da Verständnis für hattet. Und heute widmen wir uns einem Thema, das, oh guck mal, da spricht man vom Teufel, da muss ich direkt mal husten. Oh Gott. Heute sprechen wir über ein Thema, das, würde ich sagen, auch unter die Rubrik Glaubensfrage fällt. Momentan scheinen wir ja sehr polarisierende Themen aufzumachen, wie zum Beispiel unser letztes Thema mit der Wurmkur. Genau, und heute wollen wir uns deshalb dem Thema vegetarische Ernährung beim Hund widmen. Ja, wenn man in einer Hipsterstadt lebt wie Münster, wo über 60.000 StudentInnen ein- und ausgehen, dann kommt man doch das ein oder andere Mal mit Leuten auch ins Gespräch über diese Thematik Hundeernährung. Und ich habe es tatsächlich schon öfter vernommen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die ihre Hunde vegan, / vegetarisch ernähren. Ja. Ja. Ich würde da gerne einen kleinen Punkt setzen. Wollen wir kurz von Parkis Zwischenfall in der letzten Woche erzählen? Ja, das habe ich schon noch auf dem Schirm. Aber ich dachte, wir leiden ein. Aber gut, Jenny, ey, ne, feel free. Ich meine, wie gesagt, es ist ja jetzt normal. Ich dachte, bevor wir so ins Thema einsteigen. Ich bin Künstler. Künstler unterbricht man. Ich habe gestern gerade Best of Klaus Kinski gesehen. Ich könnte jetzt ja hier auch mal so abranten. Hau raus. Nee, das meine ich nicht. Da muss ich diesen Podcast noch kennzeichnen als mit dem E. Also, der Parker hat Urlaub bei uns gemacht und und wurde wieder miserabel behandelt, wie man feststellen musste. Absolut nicht, aber wir haben ihn draußen eine Minute aus den Augen gelassen und er hat nach einer Wespe geschnappt und dieses Mal hat sie ihn leider erwischt. Und dann kam er irgendwie reingerannt. Und keine Ahnung, war so unruhig und dann habe ich auf seine Nase geguckt und dann fing es an knubbelig zu werden und dann wurde es immer knubbeliger und knubbeliger. Dann sah Parker aus, als hätte er sich ganz böse geboxt und dann sind die Augen zugeschwollen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich mir langsam doch ein bisschen Sorgen, weil ich meine, er hatte jetzt keine Atemnot oder so. Und dann dachte ich, ich rufe doch mal in der Tierklinik an. Das war natürlich Samstag und Notfallsprechstunde. Und dann meinten sie, kommen Sie ruhig vorbei. Wir geben eine Kortisonspritze. Danke, das macht dann 250 Euro. Da habe ich mir gedacht, nee, das machen wir dann irgendwie doch nicht. Das beruhigt ja irgendwie nur uns. Und diese Schwellung ist ja jetzt auch nicht lebensgefährlich für ihn. Es sah nur doof und aus. Und dass die Augen zugeschwollen waren, also jetzt nicht richtig, er konnte noch was sehen, war wahrscheinlich ein bisschen unangenehm für ihn. Also waren wir nicht in der Tierklinik. Und haben ihm, weil es halt sehr schnell immer schlimmer wurde, ist jetzt eigentlich nicht das, was ich so zwingend vertrete, aber da habe ich es für sinnvoll gehalten, hat er Cetirizin bekommen. Und dann ist es auch ganz schnell wieder abgeschwollen.
Erklär noch mal kurz, was das ist. Cetirizin ist ja das, was jeder Mensch von uns bei Allergien nimmt. Das kann man tatsächlich auch dem Hund geben. Das ist nichts, was man einem Hund dauernd geben sollte. Aber, also wäre die Schwellung jetzt nicht so schlimm gewesen, hätte ich das auch nicht gemacht. Aber da es relativ stark war und wie gesagt, die Cortisonspritze kam für mich nicht in Frage, hat Cetirizin sehr schnell Abhilfe gebracht. Und jetzt hat Parker in seinem Notfallsäckchen auch ein Blister Cetirizin. Ja, der feine Herr wird auf jeden Fall Kopfbrummen gekriegt haben. Aber das wundert mich auch, weil er wurde in seinem Leben ja schon das ein oder andere Mal von einer Wespe gestochen. Und da war das ja nie so der große Akt. Auch schon mal ins Maul und so. Und dann hatte er aber gar nichts. Aber ja, ist wie bei mir, wenn ich früher von einer Wespe gestochen wurde, im Freibad oder was weiß ich was, nie irgendwas Schlimmes passiert. Bis das letzte Mal vor 2, 3 Jahren oder wann das war, wo ich am Arm gestochen wurde und dieser Arm auf das Dreifache angeschwollen ist. Also ja, keine Ahnung, ne? Der Körper verändert sich. Aber er hat es überlebt. Er war dann am nächsten Tag wieder okay. Alles gut mit dem Parker. Wenn ich dran denke, dann muss ich diese Bilder nochmal posten. Oder zumindest eins davon. Ich stelle gerne eins zur Verfügung. Ja, dann, Das war wenn. nicht die Endstufe der Schwellung. Ja, ich habe die ja schon gesehen. Wenn ich dran denke, dann muss ich da echt mal eins von posten jetzt, wenn die Folge online geht. Ja. Ja, so ist immer irgendwas, ne? Die Wespen, die Wespen. Das ist wirklich sein Kryptonit. Also er hält sich ja wirklich aus allem raus und macht es einem echt einfach. Aber alles, was fliegt, so, Yep. das ist echt, echt strange, ne? Da kommt er nicht. Sein Leben lang ist er davon nie weggekommen, ne? Von der Droge. Machst du nix. Machst du Vielleicht hat er ja nix. draus gelernt. Ich glaube nicht, aber wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Wir Beim leben in Thema Münster und hier gibt es auch Menschen, die ihre Hunde tatsächlich Hipsterstadt. auch vegan ernähren. Ja, Nicht nur genau. vegetarisch, sogar vegan. Exakt. Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich das Thema, ja, genau. Also da ich ja selbst vegetarisch bzw. vegan lebe, hatte man das auch immer mal so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich persönlich habe mich da ganz, ganz schnell von verabschiedet, weil da kommen wir aber ja gleich noch zu, weil das halt eben so ein paar Merkmale beim Hund, beim Tier gibt, die das nach. Also ich mit meinem bisschen medizinischen Verständnis, was ich habe, jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt sind. Also der Körper des Hundes nicht unbedingt dafür ausgelegt ist, dieses Futter vernünftig zu verwerten. Aber hey, ich finde, wenn man sich die Rasse anschaut eines Ridgebacks, wenn man sich eben versucht, ganzheitlich überhaupt mit Hund und Hundehaltung zu beschäftigen, finde ich, gehört dieses Thema da auch mit rein. Aber das siehst du ja genauso. Du hast das Thema ja auch mit vorbereitet. Genau. Ja. Also von dem her, einfach nur kurz zur Einordnung. Es gibt eben halt ja, ne, den Unterschied zwischen vegetarischer und veganer Ernährung, aber das setzen wir einfach mal voraus. Das ist den meisten von euch ja bekannt. Vegetarisch werden ja trotzdem tierische Produkte verwendet. Es geht halt nur um die Vermeidung von Fleisch. Also selbst Fisch ist unter Umständen ja Es erlaubt gibt eine Form, wo das okay ist. genau bei der vegetarischen Ernährung. Und dann gibt es natürlich die striktere Version. Das ist vegan. Und vegan bedeutet, man verzichtet natürlich auf komplett alle tierischen Produkte, egal was es sei, und versucht diese dann eben anders zu supplementieren, sagen wir es mal so. Und Hund, wie ich eben schon angedeutet habe, ist ja generell, das zeigt ja die Geschichte nun mal, ein Fleischfresser, ein sogenannter, wie heißt das noch, Carnivore. Er stammt halt vom Wolf ab. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Wir müssen jetzt hier auch keine große Lehrstunde machen, aber eben über die Jahrhunderte, wo der Wolf immer mehr Richtung Mensch gerückt ist und domestiziert wurde, hat sich natürlich auch so ein wenig das Futterverhalten verändert, beziehungsweise das Fressverhalten. Das heißt also, die domestizierten Tiere haben natürlich dann die Abfälle, beziehungsweise das Futter bekommen, was der Mensch auch zu sich genommen hat. Und da wir ja alle wissen, dass der Mensch natürlich irgendwann auch mal angefangen hat mit Ackerbau und Getreide Richtig. ernten und Brot machen und Und dies ich und das. glaube, dass die Menschen früher, ich meine, Fleisch war ja immer was Besonderes, sage ich mal auch. Ich glaube, die haben natürlich seltener ihr Fleisch dann weggeschmissen und vielleicht
dem Hund als Essensreste häufiger mal eine Kartoffel gegeben als vielleicht das gute Stück Fleisch. Also Hunde haben dann einfach alles an Essensresten bekommen. Genau, und das hat ja dann dazu geführt, dass es ja heutzutage so ist, dass über die ganze Zeit, wo sich die Hunde auch auf diese Fressgewohnheiten oder das Angebot an Futter, was sie halt nun mal hatten in der engeren Beziehung zum Menschen, dann dazu geführt, dass die Hunde dieses Futter bzw. Getreide etc. auch besser verwerten konnten als vielleicht vorher. Genau, sie sind mittlerweile in der Lage, auch pflanzliche Nahrung zu verdauen bzw. zu verstoffwechseln. Und damit sind sie auch eigentlich, da streitet man sich sehr drüber. Und ja, manche meinen, der Hund ist immer noch ein reiner Fleischfresser. Aber die Wissenschaft sagt natürlich schon, dass der Hund pflanzliche Produkte in einem gewissen Rahmen verstoffwechseln kann. Und damit ist er ja ein Omnikarnivore. Also so eine Art Allesfresser, sage ich mal vorsichtig, aber mit einer Vorliebe für Fleisch natürlich. Also Fleisch ist natürlich immer noch das, wo er herkommt, sage ich mal, wenn man über die Ernährung eines Hundes spricht. Ja, und wie immer ist mir als auch uns ganz wichtig, wieder als Disclaimer, dass wir hier keine irgendwem unsere Meinung aufzwingen möchten, sondern das ist halt unsere Sichtweise darauf. Und selbst ich sage und behaupte in diesem Moment, dass es aus meiner Sicht nicht unbedingt sehr vorteilhaft ist, den Hund so zu ernähren. Aber hey, es gibt bestimmt auch genügend Beispiele, wahrscheinlich auch unter den Ridgeback-Freunden und so, die da sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben. Deswegen verteufeln wollen wir es nicht. Es gibt auch tatsächlich ein paar Gründe, warum eine vegetarische Ernährung angezeigt werden kann, also gut ist. Das ist möglich, können wir nachher noch mal ganz kurz drüber sprechen, aber diese Fälle gibt es auch. Also ganz verteufeln möchten wir es nicht. Nee. Ich meine, selbst bei uns war das ja irgendwann mal kurzzeitig auch Thema, als Parker dann ja so unfassbar krank war durch diese IBD-Erkrankung, dass man sich natürlich mit dem Thema auch auseinandergesetzt hat, ob das jetzt eventuell eine Lösung sein kann oder nicht. Ja, also ne, auch wir sind jetzt keine, die jetzt sagen, ach komm, wir machen dieses Thema einfach mal, weil, ja keine Ahnung, weil wir eben wie gesagt meinen, dass es ganzheitlich zu betreuen ist, haben wir aber selber nie Kontakt damit gehabt. Also die meisten Themen, über die wir hier sprechen, hatten wir ja selber dann auch immer irgendwie eine Entscheidungsfindung dazu oder zumindest irgendeinen Berührungspunkt. Richtig. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, könnte man einen Hund vegetarisch ernähren? Ja, das interessiert mich. Ist das denn rein technisch möglich? Rein technisch ist das möglich. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass sich der Stoffwechsel und die Verdauung so ein bisschen angepasst hat und der Hund mittlerweile pflanzliche Nahrungsmittel verdauen kann. Aber also man kann es sich jetzt nicht so einfach machen und sagen, ich schmeiß dem Hund Zucchini, Kartoffeln und Salat und Erbsen in seinen Futternapf. Irgendwie das, was ich gerade hatte. Man muss da schon sehr drauf achten, dass alle Nährstoffe ausreichend vorhanden sind. Also das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht wünscht. Wenn man für den Hund selber vegetarisch kochen möchte, muss man sich da wirklich sehr, sehr genau mit auseinandersetzen. Man kann natürlich auch auf ein Fertigfutter zurückgreifen. Ja, aber das ist eben nicht einfach, Gemüse in den Futternapf. Gut. Also ich stelle mir das ehrlich gesagt komplexer vor als beim Barfen. Tendenziell. Weil man da doch, glaube ich, also ich meine, beim Barfen musst du ja schon eigentlich sehr genau darauf achten, wann du welche Fleischarten, beziehungsweise wann gibst du Organe, wann gibst du Fleisch, also Muskelfleisch, wann gibst du vielleicht irgendwie etwas anderes, was mit anderen Enzymen versetzt ist, aber beim, also grob gesagt würde ich sagen, beim Barfen kannst du in Anführungszeichen fast weniger falsch machen als bei vegetarischer Ernährung. Weil, naja, ich bin gespannt, was noch kommen wird. Nee, da kann ich ja gleich drauf eingehen. Bei der pflanzlichen Ernährung ist es so, dass
der Hund braucht ja Proteine. Der Hund braucht Proteine für seine Muskulatur und für alles Mögliche, sage ich einfach mal. Und es ist einfach so, dass die Proteine aus pflanzlichen Lebensmitteln schlechter zu verdauen sind als die aus tierischen Produkten, weil sie unter anderem zum Beispiel Zellwände haben. Aha. Genau, also das ist jetzt ein Grund. Das kann man zum Beispiel auch umgehen, indem man die pflanzlichen Bestandteile kocht und zerkleinert, damit die Zellwände schon mal aufgebrochen werden. Dann spielt die biologische Wertigkeit eine ganz große Rolle. Diesen Begriff hört man vielleicht ab und zu mal. Also die biologische Wertigkeit ist umso hochwertiger, sage ich mal, je mehr sich die Zusammensetzung der körpereigenen ähnelt. Also das Protein ist dann umso hochwertiger. Ist das bei dir so halbwegs angekommen? Heißt das, wenn ich ein Steak vom Mensch esse, kann ich das besser verwerten? Wenn ich jetzt mal gerade so aus der Sicht eines Kannibalen spreche, ich frage für einen Freund. Natürlich. Ja, aber kann man das so verstehen, dass wenn ich das, was mir möglichst nah, also ähnlich ist, dass ich das am besten verwerten kann? Ja, also es geht ja bei der Wertigkeit, Proteine bestehen ja aus einzelnen Aminosäuren. Genau, und diese Aminosäuren sollen, die du zu dir nimmst, sollen denen eben deines Körpers möglichst ähnlich sein. Es gibt ja super viele verschiedene Aminosäuren. Ich glaube, das geht jetzt auch zu weit, wenn man das aufzählt. Aber man kann sich vielleicht vorstellen, dass pflanzliche Proteine einfach ein bisschen anders aufgebaut sind als die Proteine in tierischen Nahrungsmitteln und deswegen dem tierischen Körper nicht so ähnlich sind und da vielleicht die biologische Wertigkeit deswegen nicht so hoch ist. Dann frage ich mich immer, warum du mich nach Proteinpulver und Tipps fragst für tendenziellen Muskelaufbau, wenn du das eigentlich selber weißt. Da ging es mir nur um die Marke, um das Produkt. Ach ja. Aber Spaß beiseite, wenn man sich natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema Fitness und so und da Supplements auseinandersetzt, da hört man diese Bioverfügbarkeit und welche Aminosäuren, ein Hydrosilat, ein einfaches Silat, Whey-Protein, was nichts anderes ist als Molke. Richtig. Und so weiter und so fort. Also da kommt man damit schon in Berührung und dann kann man das schon mal so grob zumindest irgendwie nachfühlen. Genau. Zur biologischen Wertigkeit kann ich aber auch schon mal sagen, dass es möglich ist, verschiedene Nahrungsmittel zu kombinieren, um eine bessere biologische Wertigkeit zu erzielen. Weil jedes Nahrungsmittel ist ja anders zusammengesetzt. Zum Beispiel hat eine, was habe ich für ein Beispiel? Die Aminosäurezusammensetzung weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht hat eine Kartoffel mehr von einer Aminosäure als beispielsweise das Ei. Und das Ei hat dafür mehr von der anderen Aminosäure als die Kartoffel. Wenn man die dann kombiniert, gleicht sich das ein bisschen aus und die biologische Wertigkeit ist wieder höher. Okay, jetzt sage ich ja, das fühlt sich auf jeden Fall schon komplexer an. Also ich kann es mir ehrlich gesagt auch immer noch nicht vorstellen. Das klingt immer so schön. Man kann seinen Hund vegetarisch, wir gehen jetzt mal vom vegetarischen Beispiel aus so. Aber mir fehlt immer die Fantasie, was der dann eigentlich kriegt. Ja, der bekommt einfach das, was du als Mensch auch in einer vegetarischen Ernährung zu dir nehmen würdest. Das sind natürlich Proteinquellen irgendwie, wie Quark kann man ganz gut nehmen oder Joghurt, Hüttenkäse vertragen Hunde ganz gut. Ei ist auch eine ganz gute Proteinquelle. Dann kann man als Proteinlieferanten auch Sojaprodukte nehmen. Man kann Hülsenfrüchte nehmen. Ein bisschen schwierig, weil das teilweise bei der Verdauung beim Hund zu Problemen führen könnte, kann ich gleich mal was dazu sagen. Und als Energielieferant brauchen sie natürlich auch Kohlenhydrate, irgendwie vielleicht aus Reis, aus Kartoffeln, aus Getreide, aus Pseudogetreide. Da haben wir Hirse, Quinoa, Amaranth.
Das wären so Energieträger, die man natürlich auch füttern müsste. Dann kannst du Obst, Gemüse und Kräuter natürlich füttern. Dann gehören natürlich pflanzliche Öle dazu. Die essentiellen Fettsäuren sind ja ganz wichtig. Und das sehe ich vielleicht teilweise so ein bisschen als Problem, dass bei einer vegetarischen Ernährung, also dass man nicht drumherum kommt, Futterzusätze zu geben. Also ja, das erscheint mir auf jeden Fall logisch, ja. Ja, weil irgendwie beispielsweise Zink ist irgendwie sowas und Vitamin A beispielsweise, das sind, und da gibt es noch viele andere, das deckt der Hund normalerweise auch über das Fleisch, was er bekommt. Und das ist dann in der Menge, wie er es benötigt, mit Obst und Gemüse und den Milchprodukten, sage ich mal, und auch den Hülsenfrüchten eventuell nicht so abzudecken. Ja, willkommen im Leben eines Vegetariers, /vegan, da kann ich ein Lied von singen. Was sind die besten Freunde? Vitamin D, Omega 3 und Eisen. Wenn man es vegan macht, B12. Ja, genau, B12, aber da besteht selten Mangel bei mir, aber ja, Speicher sind voll, wie die Gasspeicher. Und da ist halt die Frage, wenn man sagt so, ja, also viele machen das ja, glaube ich, weil sie denken, sie tun ihrem Hund vielleicht auch was Gutes und, aber dann ist für mich die Frage, wenn ich ihm dann doch wieder ein Nahrungsergänzungsmittel geben muss, ja, wie natürlich das denn ist. Ja, auch das ist eine Glaubensfrage. Also da, ich kann es insofern nachvollziehen. Also es gibt da halt einfach zwei Herzen in meiner Brust. Wenn du selber eben komplett fleischlos bist aufgrund dessen, dass du Tiere halt so gerne hast. Ich meine, wenn ich überlege, wann habe ich angefangen mit 20 mich vegetarisch zu ernähren? Also ich bin jetzt seit 20 Jahren fleischlos. Und wenn ich mir aber überlege, wie viel Tonnen Fleisch ich vorher gegessen habe. Ich meine, das war jetzt ja nicht so, dass es nicht unbedingt nicht lecker war. Es gab halt Fleisch, das mochte ich halt gar nicht. Es gibt aber auch Fleisch, was ich dann tendenziell ganz gerne mochte. Kann ich das nachvollziehen, dass wenn es so richtige, auch Veganer, Vegetarier so auch aus absoluter Überzeugung sind, die dann trotzdem den Wunsch haben, einen Hund zu halten, da kann man dann ja auch immer schon fragen, warum musst du denn dann einen Hund haben? Das finde ich jetzt einen komischen... Nee, aber ist doch so, wenn du selber sagst, also ich meine, die Frage, mit der Frage wurde ich ja früher immer viel konfrontiert. Ja, aber wenn ich Veganer bin, dann kann ich doch ein Haustier haben. Ja, ja, na sicher, ich sag das doch gar nicht, aber das ist ja, das ist das, womit ich dann oft konfrontiert wurde, dass mir dann gesagt wurde, wie, du willst Veganer sein mit Überzeugung, hast aber einen Hund, den du Fleisch fütterst, so, dann, das kommt so, immer. Okay, ich dachte gerade, es ging nur um die Tierhaltung. Nein, aber kam oft dieses Argument. Ja, aber es ist halt immer die Frage, wie artgerecht eine vegetarische Ernährung ist. Also es ist ja nicht wirklich artgerecht. Exakt, das ist ja der Punkt. Und es ist halt dann die Frage, stellt sich mir, ob ich meine Überzeugung, vegetarisch oder vegan zu leben, ob ich das einem Hund überstülpen möchte. Ja, exakt, das ist es. Ich frage mich auch sowieso, man sieht ja anhand des Codes, den ein Hund abgibt, wie qualitativ hochwertig das Futter ist, was er gekriegt hat. Also zumindest ist das meine These. Wenn das halt ein Riesenhaufen ist, dann weiß ich halt, dass das bei aller Voraussicht nach miserables Futter ist oder ein qualitativ schlechtes Futter, weil der Hund es kaum verwertet. Richtig. Ich meine, bei Parker war ja auch das ein super Beispiel so, dass, ich meine, durch seine ganze Geschichte mit so viel verschiedenem Futter, wie dieser Hund gefüttert wurde, konnte man das ja dann auch sehen. Jetzt frage ich mich, wie das denn wohl aussieht, wenn ein Hund halt vegetarisch oder vegan ernährt wird. Also ob das... Also ich glaube, das ist natürlich jeder Körper und auch jeder Hund, das ist ja ganz individuell. Und es gibt bestimmt Hunde, die mit viel pflanzlicher Nahrung besser klarkommen. Und es gibt bestimmt welche, die damit weniger gut zurechtkommen. Und manche verwerten es bestimmt einfach besser und manche verwerten es auf jeden Fall schlechter, kann ich mir vorstellen. Ja, gebe ich Parker demnächst auch mal eins meiner Lieblingsessen, schön Nudeln Arrabbiata mit ein bisschen Feta. Da wird sich seine
angegriffene Darmschleimhaut bestimmt sehr drüber freuen. Ja, aber ich finde das ehrlich gesagt ganz schön, also irgendwie gesagt auch ganz, ganz witzig, wenn ich das hier so sehe. Reis, Nudeln, Kartoffeln, ja, es ist dann halt echt wie so ein, ja, wie ein Menschenteller, ne? Ja, und ich finde es einfach schade, also Nahrung soll dem Hund ja auch Spaß machen und Leckerlis sollen ja zum Beispiel auch eine Belohnung sein. Und ich glaube, 99% aller Hunde hältst du dem, keine Ahnung, ein Steak hin oder eine Selleriestange, die würden sich das Steak aussuchen. Ich gehe davon aus, dass das, ja, das wird wahrscheinlich so sein. Und aber du bist dann diejenige, die, sobald das Mikrofon aus ist, dem armen Hund nur noch sein Trockenfutter in seine Schale schmeißt. Ja, das muss man mal sagen. Wow. Ja, dann muss man mal sagen, wie es ist. Weil Herr Parker ist nämlich ein bisschen auf Diät zurzeit. Ach, nein, dass Parker ein spezielles Trockenfutter bekommt, ja, hat mit seiner Krankheitsgeschichte zu tun. Das wissen ja, das setzt sich voraus. Okay, das hörte sich gerade so an, als du kennst dich doch eigentlich aus und er kriegt Trockenfutter. Nein, das wissen wir alle. Nein, wir sind auch keine Verfechter von Trockenfutter, aber wir haben alles versucht und Parkers Darm ist leider so geschädigt, dass nur ja, noch... Ja, aber er hat ja mal ein bisschen Fleisch da reingekriegt, so, damit ihm das alles ein bisschen besser mundet. Parker ist aber ein kleiner Klops geworden. Das ist völliger Quatsch. Außerdem ist er 9 Jahre alt, da darf ja, er und dann ist Übergewicht für die Gelenke nicht gerade gut. Als wäre er so Parker moppelig ist eine war. Kleine Wurst. Also ganz deswegen ehrlich, hast du schon mal einen dünnen Opa gesehen? Deswegen habe ich beschlossen, dass Parker jetzt ein bisschen abspecken muss. Als Kind, wen würdest du dir eher aussuchen? Den dicken oder den dünnen Opa? Ja, den dicken Opa. So. Aber wir müssen an Parkers Gesundheit denken. Parker ist topfit, wie man sieht. Na, jedenfalls bei Daniel bekommt er dann richtig große, getrocknete Lunge, glaube ich, als Leckerchen. Er hat immer seine Lungenwürfel und wie heißt das andere noch? Das sind dann auch diese Hirschsticks. Findet er geil. Und dann kriegt er noch ein bisschen Fleisch aufs Futter. Ja, Hirsch. Okay, und bei mir bekommt er halt nix. Gurke. Ja. Das hört sich jetzt gemein an, aber er liebt Gurke. Naja, da höre ich aber aus Insiderkreisen, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, dass wenn der Hund mit im Hub ist und bettelt am Tisch, dass er dann von dir sehr gerne, sehr oft belohnt wird dafür, dass er am Tisch ist und bettelt. Das wird mir auch zugetragen. Das möchte ich jetzt hier nur mal jetzt erwähnen. Nach dieser Folge stehe ich nicht gut da. Ja, ich muss zugeben, ich bin da manchmal nicht so konsequent. Ja, das ist auch immer super, dass du dem Hund auch immer genau dann was gibst, dass du nach 9 Jahren Rhodesian Ridgeback immer noch die gleichen Fehler machst und dem Hund vom Tisch fütterst. Und ich sitze dann abends zu Hause und frage mich, warum der Hund auf einmal neben mir sitzt. Also, das bin nicht nur ich. Wer denn sonst noch? Wir hören auf mit dem Thema. Nee. Ja, keine also. Ahnung, beim Frühstück kriegt er halt auch manchmal, wenn ich Joghurt mit Heidelbeeren esse, der mag halt gern Heidelbeeren, dann gebe ich ihm mal 2 Heidelbeeren. Ja, ich weiß, vielleicht das ist nicht richtig. Vielleicht gibst du ihm das einfach mal, wenn er nicht am Tisch sitzt. Du hast recht. Ja, du hast schon recht. Ja. Naja, Leute, ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht, wer hier recht hat und wer nicht. Ja, also, gut. Jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Wir sind immer noch beim Thema Ernährung. Es ging aber um die vegetarische Ernährung. Ja, Heidelbeeren sind vegetarisch. Ja, hast du recht. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, dass es unter Umständen auch tatsächlich sinnvoll sein kann, einen Hund vegetarisch zu ernähren. Jetzt bin ich mal auf die Umstände gespannt. Ein wichtiger und das betrifft ja auch Parker, sehr, sehr starke Allergiker, die ja auf das Protein aus dem Fleisch reagieren, also die reagieren ja oft auf irgendwelche Fleischsorten. Bei denen könnte es natürlich sinnvoll sein, auf Fleisch zu verzichten, wenn man merkt, sie reagieren schon oder sie reagieren auf fast alle Fleischsorten. Und keine Ahnung, man möchte eine Ausschlussdiät machen und man hat aber früher den Fehler gemacht, irgendwie alle Fleischsorten durcheinander zu füttern und eigentlich bleibt mir jetzt nur noch Alligator über oder sowas. Was vielleicht jetzt für die tägliche Fütterung auch nicht in Frage kommt, weil es schwer zu beziehen ist, weil es zu teuer ist, dann kann natürlich eine vegetarische Ernährung in einem sehr, sehr schlimmen Fall von Allergie auch möglich sein. Mhm.
Was ist noch so mit anderen? Also können ja auch andere Erkrankungen sein. Also ich würde jetzt mal mir einbilden, dass es theoretisch ja auch eine sehr, also sobald du vegetarisch oder vegan dich ernährst, ist das ja, würde ich sagen, erstmal sehr basisch auch. Also entzündungshemmend. Also wenn Hunde zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, Krankheiten haben ja, oder ähnliches. Als Krankheit fällt mir tatsächlich noch Leishmaniose ein. Da sollen Hunde sich möglichst oder sollen möglichst auf Purine verzichtet werden. Und Purine sind eben viel in Innereien, kann aber auch in Muskelfleisch sein. Und da kann natürlich eine vegetarische Ernährung. Wie heißt das? Leishmanlose? Leishmaniose. Was ist das? Leishmaniose, genau. Das haben tatsächlich häufig Hunde, die aus dem Ausland kommen. Das ist eine Krankheit, die von der Sandmücke übertragen wird. Also es ist eine Infektionskrankheit. Ja, und das geht eben oft mit Gewichtsverlust einher und Schwäche und geschwollenen Lymphknoten. Wenn die Krankheit im weiteren Verlauf, kann sich aber auch die Leber vergrößern und die Milz vergrößern. Genau, und da, wie ich eben schon gesagt habe, kann eine purinarme Ernährung ganz sinnvoll sein. Und dann kann man eben überlegen, ob man tatsächlich auch vegetarisch füttert. Okay. Also es ist, wie gesagt, nur eine Überlegung. Ob ich jetzt dazu raten würde, ist eine andere Sache, aber es ist eine Überlegung. Wieder was gelernt. Ja, und schlussendlich, jetzt haben wir ja auch mal darüber gesprochen, wo das sinnvoll sein kann und so ein paar Vorteile auch erläutert davon. Jetzt natürlich nochmal so der Counterpart, was könnten denn unter anderem Nachteile sein von einer pflanzlichen bzw. kohlenhydratreichen Ernährung? Ja, da gibt es so ein, zwei, drei Dinge, die man beachten sollte. Es gibt ja mittlerweile viele wissenschaftliche Schriftstücke dazu, sage ich mal. Und man hat in Studien auf jeden Fall feststellen können, dass die Gefahr von einer Magendrehung erhöht ist, wenn der Hund sehr kohlenhydratreich ernährt wird. Das ist zum Beispiel, und das ist ja gerade bei großen Hunden auch, und Magendrehung ist ja was, worauf man achten sollte. Genau, das wäre auf jeden Fall ein großer Nachteil, sage ich mal. Dann, was ich vorhin schon angeschnitten habe, die pflanzlichen Proteine können teilweise oder können nicht so gut verdaut werden und werden deshalb in den Dünndarm weitergeschoben. Also das ist nicht komplett verdaut worden, wird in den, Entschuldigung, ich habe gerade Dünndarm gesagt, richtig, in den Dickdarm natürlich weitergeschoben. Und dann wird es hier weiter verdaut, in Anführungsstrichen, sage ich auch mal. Und dann kommt es hier aber zu Gärungen. Das heißt, es treten Blähungen auf, es kann auch zu Durchfällen kommen. Also der Dickdarm ist eben nicht dazu, genau, ist eben nicht dazu ausgelegt, Stärke zu verdauen. Und das kann eben das Darmmilieu stören, wenn ich. Ja, haben wir das eigentlich erwähnt? Das ist ja so das, was ich damals noch so behalten habe, wo wir uns selber damit auseinandergesetzt haben, dass ja rein technisch betrachtet der Körper eines Hundes bzw. der Darm eines Hundes ja nicht ansatzweise so lang ist wie der von einem Menschen und deswegen ja sowieso die organischen Voraussetzungen ja schon mal eigentlich gar nicht darauf ausgelegt sind, eben der ist so eine Nahrung. Kürzer, richtig. Ja, er hat also weniger Zeit, eben das zu verwerten. Und deswegen ist es ja von Natur aus immer noch, eben wegen Carnivore, ja immer noch sehr sinnvoll, fleischhaltig zu füttern. Also genau, das war richtig. Das, was ich damals behalten habe. Und wenn ich dann halt noch pflanzliche Proteine habe, beispielsweise auch vielleicht aus Hülsenfrüchten eben, die so schwer verdaulich sind, und die dann eben noch in dem Dickdarm landen, weil sie noch nicht zu Ende verdaut sind. Und dann stehen die da eben und stören da irgendwie noch die Darmflora. Dann kann das halt auch einfach nur negativ sein. Mhm. Es gibt aber auch, und da hatte Parker, als er Welpe war, auch mal Probleme mit, es gibt auch Endoparasiten,
die sich von Kohlenhydraten ernähren oder von Stärke beziehungsweise auch Zucker. Die Giardien. Da hatte Parker sehr, sehr lange Durchfall und das musste dann auch einmal behandelt werden. Und die ernähren sich eben auch von Kohlenhydraten. Wenn man also einen Hund hat, wo ich weiß, der hat Giardien, das kann man ja mit einer Kotuntersuchung feststellen, dann ist es ratsam, Kohlenhydrate in der nächsten Zeit lang auf jeden Fall wegzulassen. Okay. Das wäre jetzt noch so ein Beispiel, was mir einfallen würde. Dann enthält Getreide aber auch Stoffe, die die Bioverfügbarkeit von verschiedenen Nährstoffen einfach unterbinden kann. Dazu gehört zum Beispiel auch die Phytinsäure. Ich weiß nicht, ob man das schon mal gehört hat. Also das jetzt ganz ausführlich zu erklären, würde jetzt diesen Podcast sprengen. Aber wie gesagt, Getreide enthält einfach Stoffe, ja, die die Bioverfügbarkeit von anderen Nährstoffen einschränkt. Hemmen können. Okay. Genau. Okay. Da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Gründe. Das sind jetzt mal so vier gewesen, die mir so eingefallen sind, die ich auch für ganz wichtig empfinde. Ja gut, und die jetzt auch nicht unbedingt ein absoluter Sonderling sind, der vielleicht einmal in 200 Jahren auftritt, ne? Sondern das sind natürlich dann auch schon eher verbreitetere Nachteile, die, so wie wir es genannt haben, die dann auftreten können, mit denen man dann unter Umständen zu tun haben kann. Und wer mehr wissen will, der kann sich natürlich gerne bei Jenny melden. Wenn es eben um das Thema Ernährung, Ausschlussdiäten etc. pp. Geht, dann ist Jenny da auf jeden Fall eine sehr gute Ansprechpartnerin. Also ich habe auf jeden Fall wieder ein wenig gelernt. Manche Sachen, wie gesagt, mit denen bin ich ja immer mal durch die ganzen Jahre mit unserem Hund ja dann auch mal in Kontakt gekommen. Was ist denn dein Fazit? Ja gut, es hat sich jetzt... Obwohl, das hast du ja schon ja, es vorweggenommen eigentlich, ne? Also es hat sich jetzt nicht... Also ich sagen wir es mal so, ich bin ja ein Mensch, der in erster Instanz erstmal alles toleriert und dann meistens immer nur sagt, solange sie mich damit in Ruhe lassen, ne? Das ist halt wie Religion zum Beispiel. Ich find Religion nicht super. Aber ich spare mir jetzt weitere Ausführungen, wollte gerade ansetzen. Aber solange man mich damit in Ruhe lässt, soll jeder machen, was er will. Und dann ist das halt auch okay. Und so sehe ich das hier halt auch. Solange das Tier steht halt immer im Mittelpunkt. So, man muss immer, das werde ich auch nicht müde, das zu predigen, dass man immer einen Blick für sein Tier haben sollte, wie es ihm geht, wie er damit umgeht, dass man sich nicht zu schade sein sollte, den Code selber mal zu kontrollieren oder Kotproben einzureichen oder ähnliches. Man möchte ja, dass das Tier keine Schmerzen hat und auch alles hat, was es braucht. Also von dem her, ich kann es nachvollziehen, weil, wie gesagt, selbst fleischlos, auch aus Überzeugung. Auf der anderen Seite haben wir uns dafür entschieden, das so zu machen und dem Hund auch das zu geben, was er mag. Und von dem her, ich finde es vielleicht gar nicht so verkehrt, das hätte man vielleicht auch mal machen können bei Parker, so, ich weiß gar nicht, ob das gut ist oder nicht, oder ob du das beantworten kannst oder nicht, dass man halt einmal im Jahr vielleicht auch, ich weiß gar nicht, das klingt ein bisschen blöd oder ein bisschen, weiß ich nicht, aber so eine Art Fastenzeit, dass man mal gesagt hat, so einen Monat gibt's mal nur eben schön Gemüse. Das, so nach dem Motto, aber das bringt halt so einen Biorhythmus auch völlig durcheinander. Das bringt den Darm auch ein bisschen durcheinander. Naja. Also man kann mal einen fleischfreien Tag machen in der Woche. Ja, das siehst du, das wäre schon mal kein schlechter Anfang. Aber auf Dauer sollte man also nicht ständig die Ernährungsform wechseln. Ja, das ist ja klar, dass genau. Man das nicht machen sollte, aber es geht halt, wie gesagt, auch mal darum, was der Hund mag, ne? Also ich meine, wenn er sein Futter verweigert so und ich meine, dass Hunde haben ja nun mal halt auch, wie Menschen auch, schlechte Tage, da haben sie mal keinen Hunger. Früher war ich immer total, weiß ich nicht, persönlich beleidigt, wenn der Hund nicht gefressen hat und so, weil man ja immer gedacht hat, oh Gott, der muss halt ja fressen.
Und heute denke ich mir, es gab letztens auch wieder so einen Tag, da hat Parker dann den halben Tag nichts gefressen. Und dann dachte ich mir auch, ey, es ist halt so, ne? Wenn er halt nicht will, will er halt nicht. Wenn es allerdings so 3, 4 Tage hintereinander Ja, sind, genau. dann kann man sich schon mal Gedanken machen, ob es an irgendwas anderem liegt. Also hat er vielleicht Zahnschmerzen? Kann auch sein, dass ihm die Halswirbelsäule wehtut. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Gründe. Ich mache da gerade noch eine Fortbildung zu. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum Hunde nicht fressen. Und wenn das 1 oder 2 Tage so ist, ist das okay. Aber wenn sie das irgendwie über einen längeren Zeitraum nicht wollen und sie stehen aber eigentlich vor dem Napf und du siehst, irgendwie hat er Hunger, Ja. aber irgendwas ist, dann muss man vielleicht mal genauer hinschauen. Vielleicht hat er Magenschmerzen, vielleicht hat er Genau. Sodbrennen. Der weiß das vielleicht, dass wenn ich, er hat Hunger und er weiß, wenn ich das jetzt fresse, kriege ich wieder Schmerzen. Also ich meine, die sind ja auch nicht dumm. Also so ein bisschen Kausalkette können Tiere und können Hunde ja auch sich zusammenreimen. Und wenn du dich erinnerst, früher war es bei Parker genauso, als er noch klein war und wir gebarft haben. Ja, der wollte immer und stand da immer davor und hat sich immer die Schnauze geleckt, aber hat es nicht gefressen, so. Und Ja. da hätten wir, glaube ich, früher reagieren müssen. Wir haben uns da auch nicht so viel bei gedacht. Oder wir haben Ihn überredet. oder verschiedene Leute gefragt und die haben gesagt, ja, macht nichts, dann stellt's halt weg, wenn er hungert, frisst er schon. Aber wenn sowas über Wochen so geht, natürlich hat er zwischendurch wieder gefressen, weil er ja auch Hunger hatte, aber wenn dieses Spiel fast jeden Tag von vorne losgeht, Ja. da haben wir einfach. Ja, das war die Vorboten. Das Ja. waren die Vorboten von dem, was danach dann irgendwann kam, ne? Ja, heute weiß man das und damals hat man es zu lange Da hatten wir ja auch toleriert. beide keine Ahnung von Ja. Tierernährung. Nee, Also, genau. jetzt würden wir es anders machen. Ja, und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen und damit schließt sich der Kreis. Genau, und was ich noch sagen möchte, wenn ihr euren Hund vegetarisch ernähren möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Wie gesagt, das ist theoretisch möglich, aber bitte tut mir dann den Gefallen und beschäftigt euch damit und guckt euch die unterschiedlichen Lebensmittel an und guckt euch die Aminosäurezusammensetzung, beschäftigt euch ein bisschen damit und beschäftigt euch mit biologischer Wertigkeit und wie man Nahrungsmittel kombinieren kann, um eine möglichst hohe biologische Wertigkeit zu erreichen. Wenn euch das zu kompliziert ist, dann greift auf ein Fertigprodukt zurück. Ja, oder greift auf Experten oder Expertinnen zurück, die sich vielleicht damit einfach mehr auseinandersetzen. Und auch da kein Tierarzt, Tierärztin-Bashing, aber auch wieder nur, Tierernährungsberatung. ja genau, nur auch wieder aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin super froh und glücklich über unsere Tierärztin, ne, aber sie wäre jetzt nicht diejenige, die ich jetzt vermutlich fragen würde, wenn ich sagen würde, ja, ich glaube, mein Hund sollte besser vegetarisch ernährt werden, weil man muss halt auch sagen, irgendwo endet ja auch deren Kompetenzbereich, ne? Also ich meine, die müssen schon viel wissen, das ist ja auch einfach mal ein Lob so, die müssen sich damit einfach auseinandersetzen, dass das auch vielleicht nicht alles klappt, das verzeihe ich sogar, weil, also ich meine, wenn ein Handwerker einen Fehler macht, dann regnet es irgendwo durch, wenn ein Tierarzt oder ein Arzt, egal für welche Art der Medizin zuständig ist, dann stirbt vielleicht ein Lebewesen, ne? Also das muss man halt auch immer irgendwie so ein Es gibt bisschen. für alle Spezialisten, auch bei Tierärzten, und ich finde, man sollte dann, wenn es dringend ist, sich den Spezialisten aussuchen, Ja, der genau, da eben angesagt darauf wollte ist. ich ja gar nicht hinaus, sondern hinaus wollte ich einfach darauf, dass man sagt, mit allen Belangen, glaube ich, ist man beim Tierarzt jetzt nicht immer unbedingt sehr gut aufgehoben. Ich glaube, da gibt es dann eben Experten und Expertinnen, die dann vielleicht gerade im Bereich Ernährung etc. dann nochmal einen anderen Blick darauf haben und auch eine andere Kompetenz. Genau. Aber wie gesagt, überlegt euch auch, wie artgerecht eine vegetarische Fütterung ist, sein kann, wie viel Spaß euer Hund noch an der Ernährung hat, wenn ihr vielleicht das Fleisch weglasst Unterm Leben. und am Leben. Macht euch Gedanken drüber. Wie gesagt, es ist technisch möglich, aber hinterfragt das Ganze vielleicht nochmal, wenn ihr das vorhabt. Sehr gut. In dem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, die Episode war aufschlussreich und hat euch Spaß gemacht. Das Thema, auch wenn ihr damit vielleicht noch nicht in Berührung wart,
ja, beschäftigt euch zumindest mal ein wenig und danke, Jenny, dass du das wieder so gut vorbereitet hast und dein Wissen hier auch teilst. Wie gesagt, das ist gar nicht selbstverständlich. Danke. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur so ein Überblick. Wenn man, ja, da muss man halt schon ein bisschen tiefer ins Thema gehen, um. Du, ja, wir können, glaube ich, zu jedem Thema, das wir hier irgendwie aufmachen, können wir, glaube ich, einen 5- oder 6-Stunden- Podcast oder sogar mehrteilig draus machen. Und es gibt 10 Menschen, die 20 Meinungen haben. Das definitiv. Ey, ne, das ist immer ein Überblick. Und wenn ihr da eben, wie gesagt, mehr wissen wollt, ihr könnt uns immer gerne anschreiben. Wir haben auch dank des Podcasts, aber darüber hinaus auch, glaube ich, ein gutes Netzwerk an Experten und Expertinnen, die ihre Schwerpunkte haben. Und die Grüße gehen auch an alle raus, die hier bei uns bisher zu Gast waren. Also das ist etwas, wo man tatsächlich nur einen kleinen Denkanstoß vielleicht geben kann. Genau. Oder ne, selbst wenn man sagt, ey, Ernährung bei uns, alles cool, das interessiert mich, ist es doch trotzdem nett, sowas zu hören. Deswegen liebe ich Podcast. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.